Willkommen zurück zum VLDC 12. Der Sands Sift Tempel, der versiffte Sandtempel. Nein, der war eigentlich ganz gut, ne? Aber von hier aus geht's direkt auf den 111. Platz. The Lost Artifact von Wolf Nasty. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Oh! Okay. Das kostet natürlich direkt 50 Plätze. Dieser Ort ist voller Puzzles. Benutze SMW-Logik und achte auf deine Umgebung, um Hinweise zu kriegen. Renn gegen eine Wand? Ah. Moment. Beim letzten Puzzle war ich nicht so erfolgreich. Das war allerdings auch sehr obskur. Mal schauen, ob es dieses Mal besser aussieht. SMW-Logik. Da oben kommt ja nur ein Leben jetzt raus, ne? Wenn ich das Ei aktiviere. Genau, das ist sicher nicht hier zielführend. Was ist das denn für ein komisches Ding? Hoppla! Das heißt, ich müsste Yoshi eigentlich irgendwo versenken, oder? Damit anschließend der gelbe Yoshi spawnen kann. Das ist interessant, dass der immer wieder kommt. Solange man ihn nicht komplett vernichtet. Jetzt habe ich keinen Yoshi mehr. Ist das etwa die Lösung? Ach, der ist ja noch klein. Das ist ungünstig. Ich glaube, ich verstehe es. Ja, dass der hier immer wieder spawnt, das kann man sich zunutze machen. Ich fresse einfach den Inhalt. Und dann kommt er wieder. Genau. Und das kann ich so oft machen, bis Yoshi groß ist. Entweder man nimmt Yoshi am Anfang nicht mit oder man geht nochmal durch die Tür. Wofür war das denn dann gut? So, habe ich jetzt schon genug? Ich glaube, das müsste reichen. Genau. Jetzt habe ich sogar noch den Panzer mit dabei, falls ich irgendwie eine Stampfattacke machen will. Bringt mir hier allerdings erstmal nichts. So, was macht der P-Switch? Ah, okay. Damit hätte ich wohl Raum 1 hinter mich gebracht. Alles klar. Das ging ja noch. Jetzt ist ein blauer Yoshi dran. Will er etwa von mir, dass ich... Was will er denn von mir? Hier habe ich nichts zu essen und Swamps kann man nicht essen. Ich glaube nicht, dass es der Sinn ist, dass man sich dahinter mogelt, oder? Oh oh. Nee, das ist definitiv nicht der Sinn. Aber ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Ich will nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen müssen. Was ich jetzt in diesem Fall muss. Okay, was machen wir hier stattdessen? Passiert hier auch was Cooles, wenn man nochmal durch die Tür geht? Was ist mit den Wänden eigentlich los in diesem Level? Die sind so merkwürdig. Hier? Und falls ich einen Hinweis will, soll ich gegen die Wand laufen. Ach, das sind Wurfblöcke? Das habe ich nicht. So, einer, glaube ich, noch. Bitteschön. Jetzt kann ich mit dem silbernen P-Switch die Swamps killen. Und anschließend den anderen aktivieren, ganz bequem. Ich bin mir sicher, man hätte diesen P-Switch auch so kriegen können, ne? Ohne dieses ganze Gedöns. Aber ich wollte es jetzt mal mit Verstand lösen. Hoppla. Ach so, das ist der Hinweis, oder was? Dass man in die Wand rennen soll? Interessant. P-Switchy, der nützt mir in diesem Fall nichts. Ich will den mal hier, genau. Ach doch, da ist was dran. No, da kannst du das gerne mitnehmen, Mario. Moment. Ach so. Das habe ich jetzt gelöst, ohne überhaupt irgendwas zu verstehen. Es wäre so schade, wenn ich jetzt nochmal sterben würde. Wo muss denn der Chuck hin? Der muss mir das auf jeden Fall aufbrechen. Nur wie? Wie killt er mich nicht dabei? Oder reagiert er auch von hier aus? Der ist ja cool. Nur hier macht das nicht, weil da kann ich nicht weit genug reinlaufen. Dafür ist wahrscheinlich irgendwie der Yoshi gut.
Oder doch? Ja, 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 ja. Die Zunge lang genug, um das. Kriegt ihr das hin? Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Yoshi! Ich bin. Oh Gott. Nein! Was muss ich tun, damit das Ding da oben rangeht? Und den Switch auch noch? Ich aktiviere den jetzt mal zuerst. Und dann gucken wir. Okay. Es ist gar nie so kompliziert, wie ich eigentlich denke. Da oben ist eine Coin. Die schnabuliere ich mal kurz weg. Und dann haben wir hier das größte Picador ever. Ist nicht zufällig was drin hier irgendwo? Die funktionieren noch nicht mal. Das ist traurig. Warte! Doch, ich komme nochmal zurück. Ich könnte natürlich auch durch die gleiche Tür nochmal zurückgehen. Macht das Sinn? Nein. Hätte mich auch irgendwie gewundert. Kann man hier auch wieder in die Wand reinrennen? Nicht so wirklich. Habe ich jetzt schon alle Türen ausprobiert? Ich bin nicht systematisch vorgegangen. Jetzt muss ich nochmal ganz oben anfangen und von oben bis unten durcharbeiten. Theoretisch kann es auch eine unsichtbare sein, ne? Es muss... Weiß nicht. Kann man Türen unsichtbar machen? Also kann man gleichzeitig sichtbare und unsichtbare Türen haben? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als jedes einzelne Teil hier auszuprobieren. Selbst dann ist es nicht garantiert. Wir wissen ja, wie unzuverlässig Türen sind. Es wird jedes einzelne Teil abgegangen und nirgendwo ist eine Tür. Was ist denn das dann hier? Was ist das? Was ist das? Ernsthaft? Ist das das Rätsel? Na prima. Also verarschen kann ich mich selber. Ah, ist immer noch nicht vorbei. Und er lässt keinen Checkpoint springen. Werd langsam etwas nervös. Oha. Warum ist hier ein Loch? Das gefällt mir nicht, dass da ein Loch ist. Ich werf mal Yoshi dahin, wo die Münzen sind, oder? Ja, da ist er wieder, guck mal. Gar nichts passiert. Ja, nein. Das ist irgendwie nicht die Lösung. Warum? Kann ich hier hochrennen? Boah, ey. Jetzt wird es aber so langsam auch wieder kryptisch. Da oben ist ein... Irgendwie, ne? Es liegt mir halt... Es liegt mir irgendwie im Blut, diesen Yoshi zu vernichten. Weiß nicht, soll der die Münzen da hinten essen? Ist es das? Nur dafür müsste ich ihn irgendwie in die Wand reinkriegen. Das gelingt mir nur nicht. Auch wenn es diese komischen Wände sind, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich muss nochmal diesen P-Switch aktivieren. Ach so? Wieso reicht denn da jetzt eine einzelne Münze, um den groß zu machen? Und was mache ich mit dem Schlüssel? Das ist wahrscheinlich das Rätsel. Es wäre wirklich cool, wenn mir mal jemand in die Kommentare schreiben könnte, warum die Wände so komisch sind. Da sind die immer so, sind die einfach nur im Vordergrund und deswegen sehen die so komisch aus. Ach, dafür brauche ich den Schlüssel. No! Wie soll das gehen? Ah! Jetzt muss ich wieder alles von vorne machen, weil der ist jetzt weg, ja. Der P-Switch. Ja. Die sieht aber auch so dick aus, die Münze. Die sieht so komisch dick aus. Also. Ich weiß nicht, wo ich den hinlegen kann, bevor er in den Abgrund... Würde das... Ich glaube, das würde reichen, oder? Dann hole ich mir jetzt den P-Switch nochmal. Ha! Okay.
Mehr ulkige Dinge. Ich versuche jetzt immer in die Wand reinzugehen. Siehst du, das ist... Mehr ist da nicht? Ich würde so gern sehen, da ist... Ja, da sind vielleicht... Zwei, da sind ja zwei Münzen, also... Da komme ich jetzt nicht mehr ran. Ist aber uncool. Hä? Na! Ah, ich hab... Oh! Yippie! Mehr schlecht als recht. Ich glaube, das Level hört niemals auf. Obwohl ich sagen muss, dass ich die Rätselchen eigentlich total mag. Okay. Das killt den Thwomp. Und damit kriege ich den anderen P-Switch. Brauche ich wieder einen Schlüssel für. Der ist wahrscheinlich irgendwo da oben, nur... Achso, dann hätte ich einfach den Switch vorher dahin geworfen. Jo, da ist er. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, wofür der Swamp ist, aber das ist jetzt auch für den Moment mal egal. Mhm. Das ist ein Checkpoint, als ob. Geht's jetzt etwa nochmal genauso lang weiter? Ich klapp zusammen. Naja, wenn man zu viele Ideen hat, dann kommt sowas bei raus. Das wird wahrscheinlich noch wichtig. Zwei Münzen. Ha. Was bedeutet das? Hier geht's diesmal nicht rein. Scrolling? Weiß auch nicht, ob das ein Schlangenblock sein kann. Und wenn ich auf den richtigen Spot stehe, dann fängt das an, sich zu bewegen. Muss auf jeden Fall verstehen, was die zwei Münzen zu bedeuten hatten. Wieso ist jetzt hier auf einmal ein Block? Bin ich in einem anderen Raum? Oh. Mist. Ich glaube, das ist einfach, das ist relativ easy zu lösen, das Problem. Ich hau den einfach nochmal dagegen dann. Der P-Switch ist ja noch kurz da, nachdem man ihn aktiviert. Und man kann ihn auch nochmal werfen. Bin ich nur so schnell? Yes, bin ich. Zip. Cool. Und das gleiche nochmal. Moment. Was ist das hier eigentlich? Ist klar. Hier haben wir einen Yoshi. Aber an den P-Switch komme ich nicht so einfach ran. Wenn der aber groß wäre, hätte ich überhaupt kein Problem mehr. Ist er tatsächlich tot? Das heißt, wenn man den Panzer isst, dann zählt der Koopa als gekillt. Oder war es, Nee. Ich habe den Kleinen weggerotzt und den Panzer aufgegessen. Das war das Problem. Irgendwie... Na gut, dann machen wir es halt mal. Es ist zwar... Es war ein bisschen krampfig, das hier zu machen. Aber wir machen es trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, warum... Warum das hier so eng ist. Wenn das Ziel doch eindeutig ist, diesen Koopa mehrmals zu verfüttern, warum macht das mir denn so schwer? Das funktioniert nicht. Ich hatte gedacht, man kann ihn irgendwie dazu bringen, dass der Panzer respawnt und dann kickt er den immer wieder. Aber es gibt wohl keine praktische Anwendung dieser Theorie. 3
brauche ich nur noch einmal. Eigentlich ist es diesmal so, sogar egal, wo ich ihn hin stoße. Ah. Geschafft. Was für eine Geburt. Jetzt fallen wir nicht in den Abgrund. Und die Tür ist genau hier. Hoffentlich ist es diesmal die richtige. Mhm. Bah. Ist das nicht die richtige? Sind mich verkackeiern? Jetzt fängt er aber an, echt ulkig zu werden. Nein! Ah, wahrscheinlich brauche ich den noch. Egal, er kommt ja wieder. Trotzdem ist das eine Chance zu sterben. Ich will mir das erstmal angucken und dann... Dann darf der Kame kommen. Der Kamek war für gar nichts gut. Find OG Mario. Nimm die Tür zu deiner Rechten. Oder get left behind, das Wortspiel. Perfekt. Wenn du zurückgelassen wirst, dann startest du dort, wo du angefangen hast. Oh nein, please. Nimm die rechte Tür oder get left behind. Na gut, dann folge ich dem Hinweis einfach mal, oder? Nimm immer die rechte Tür. Das scheint es nicht gewesen zu sein. Oh, das ist anders. Hier sind auf einmal Münzen. Das ist der Anfang. Kann man hier wieder irgendwo durch die Wand rennen? Das scheint er oder sie ja wirklich zu mögen. Hm. Aber man muss es sich halt einfach merken. Also wir gehen rechts, links. Dann durch die Wand. Nein. Dann nehmen wir halt einfach mal die obere. Oha! Rechts, links, oben. Ist das wirklich einfach nur? Gibt es hier eine Logik oder ist das wirklich einfach nur Pick-a-Door? Rechts, links, ups, oben. Was fehlt denn jetzt noch? Unten eigentlich, aber da sind zwei Türen. Oh, ich hab's geschafft. Und jetzt noch ein fetter Boss, oder? Gehen wir durch die Tür zurück. Das ist es! Nein, das ist die Yoshi-Coin. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wow! Okay. Da ist was drin. Was ist denn da drin? P-Switch? Also das ist wieder nicht... Das ist wieder nicht die richtige Tür. Wie oft machen wir das noch bis hierhin? Und das ist nichts? Da läuft er raus, oder? Wenn ich das jetzt einsammle. Hm. Ich weiß nicht, Mann. Ich fand das Level ehrlich gesagt ziemlich interessant. 111. Platz ist brutal schlecht. Liegt wahrscheinlich daran, dass ein paar Sachen sehr komisch waren. Also warum die Sachen hinter den Wänden verstecken, auch wenn er einen Hinweis natürlich drauf gegeben hat. Aber ich muss sagen, ich hatte Spaß. Das Level hat Spaß gemacht. Okay. Springtime von MSI 810. 75. Platz. Ich bin groß. Heißt das jetzt Frühling oder kriegen wir es mit Trampolinen zu tun? Halte den Jump und den Run-Button, damit die Trampoline nicht miteinander interferieren. Abgründe sind, wo keine Trampoline oben drauf sind. Aha, es gibt wahrscheinlich erst später Sinn. Und lauf nicht nach vorne, während du auf den Trampolinen bist. Aber um vorwärts zu kommen, before, after, forward, once, dodge enemies. Warte, ich mach jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Ach, das meint er mit Springs. Okay.
I see. Danke. Gut, damit erklärt sich das. Hui. Als ob. Voll da rein. Hier kann man auch irgendwie gar nirgendwo sterben, ne? Also für alle, das ist so ein Glitch, wenn man diese Bohnenplattform am oberen Bildschirmrand platziert, dann haben die diesen Effekt. Puh, quasi wie so ein Vanilla-Screenscroll. Warum genau das passiert, weiß ich auch nicht. Marios Position wird halt irgendwie falsch berechnet, oder? Ja, warum ist hier eine dumme Lotuspflanze? Niemand will dumme Lotuspflanzen, Mann. Mir sind sogar Intelligente nicht recht. Ja, man ist halt ein bisschen eingeschränkt, was die Hindernisse angeht. Zumindest macht es den Anschein. Weil hier nicht, Alter, nicht sehr viel Abwechslung drin ist. Haha, tschüss Lotuspflanze, die trifft mich trotzdem noch. Jetzt will ich wenigstens diesen Ersatzpilz noch haben, dankeschön. Oh, muss das? Aber interessant ist das schon. Ist das ein extra Checkpoint? Würde ich jetzt irgendwie begrüßen. Und das ist halt cool, ne? Dass man dann hier so einmal durch die Wand quasi kommt. Die Lotuspflanzen sind perfekt platziert, um mich zu nerven. Ja, aber ist schon nice gemacht. Autschi. Dadurch, dass man da immer so kurz hängen bleibt, ne, das macht das Timing schwierig. Oh Gott, wie soll man dem denn ausweichen? Oh, jetzt übertreibt das ein kleines bisschen. Oh, jetzt übertreibt das ein bisschen. Eigentlich schon hier so weit wie möglich vor, ne? Untenrum. Das ist das Rätselslösung. Ja. Come on. Nope. Ist das letzte Hindernis? Trotzdem, das ist bescheuert. Ja, komm. Boah, das ist tückisch, weil man hier so, ne? Erst die Plattform, dann noch die Verzögerung durch das... Keine Ahnung, ich muss das so machen. Ich weiß nicht, wie ich dem ansonsten ausweichen soll. Weil sonst kommt der Pokey von hinten und dann wird es schon wieder ungemütlich. Es wäre cool, wenn ich ein Power-Up durchbringen könnte bis zum Schluss. Oh! Das hat gut gepasst. Kann ich hier das einfach nochmal machen? Das Power-Up am Ende da ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Sonst ist es... Eine witzige Idee. Ich meine, da hatten wir schon ein paar Level, die diese Mechanik ausgenutzt hatten, aber... War jetzt auch kein schlechtes Level. Salty Salt Flats von Klug. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war im ersten Level schon sehr klug. Was für eine Musik. Bestimmt wieder Sonic. Sonic-Musik erkenne ich nie, weil ich die Spiele selber nie gespielt habe. Deswegen habe ich da überhaupt keinen Bezug zu. Ach, ich habe gar kein Reserve-Item. Hm, schade. Digging Chuck! Und dann kann man sich das irgendwie auch nur schlecht merken. Ja, das gleiche mit Secret of Mana. Ich kann die Musik 100 Mal hören, aber weil ich keine emotionale Bindung zu den Stücken habe, nennen wir es mal so, kann ich es mir nicht merken. Uff. Irgendwie hat der Song aber was von Banjo-Kazooie. Hört ihr das auch? Grand Kirkhope. Am Stissel. Fehlt eigentlich nur noch Xylophon, dann wär's perfekt. Oh! Was soll der Murks? Was mache ich hier eigentlich überhaupt? Zum Checkpoint gelangen, das ist etwas. Das ist so ein typisches Grasland-Level, nur mit anderen Grafiken.
Einmal aus dem Weg. Wäre da unten was gewesen? Mit dem Cape kann ich jetzt hier voll wegdönern. Und durch die Schalterpaläste würde das Level auch relativ trivial. Nein! Dummes Cape, Mann. Habe ich genug Münzen eingesammelt? Yes, da gab es aber auch so viele. Kann man überhaupt nicht genug Münzen einsammeln? PYA ist am sich ergötzen. Heute sammle ich richtig viele Yoshi-Coins. Ich sammle die nicht so gerne, weil die natürlich alle mit Yoshis dunklen Machenschaften so eine Art Bitcoin, weißt du? Wakanda Forever. Damit wird auf dem Schwarzmarkt bezahlt. Im Darknet. So, sollen wir noch eins machen? Wie wäre es denn zum Abschluss noch mit einem etwas höher platzierten Spin-Swump-Cavern vom anderen Typ 25? 28. Platz. Warte, habe ich das gerade richtig gelesen? Nee. Für einen Moment dachte ich, es wäre The Other Guy 28 und er ist auf dem 28. Platz gelandet. Wenn er quasi predicted hätte, was er wird. Das wäre beeindruckend gewesen. Aber er lag knapp daneben. Hier, weißt du, Donkey Kong Country Musik erkenne ich immer, weil, keine Ahnung. Zum einen ist die sehr, sehr einfach wieder zu erkennen. Und zum anderen habe ich die schon tausendmal gehört. Ih, was haben wir denn da? Schon wieder Yoshi Coins. Ich freue mich über jedes Level, das keiner hat. Sollst du am Leben bleiben? Oder? Swamps mal anders eingesetzt. Das ist eine coole Leiter. Was sind das für Grafiken? Ich erkenne es gar nicht. Locken wir den hier runter. Das ist clever. Irgendwie hat das Level was von Mario Maker. Das ist so ein bisschen Mario Maker-Style. Was ja jetzt nicht grundsätzlich schlecht ist. Nur meistens. Rutschi, Rutschi! Da hinten habe ich nicht geguckt, aber da ist wohl nichts. Die Ästhetik ist simpel, aber das kommt dem Level eigentlich nur zugute. Es lässt sich dadurch ein bisschen besser lesen. Okay. Es gab nur ein Power-Up, oder? Für die ganze Section? Oder ich hab's nicht mitgekriegt, weil ich es nicht gebraucht habe. Oh! Ultra Steep Slopes! Jo, lass mich bloß da hoch. Hier ist eine Röhre. Zwei natürlich. Vielleicht ist da hinten die Coin. Oder geht's da weiter? Gucken wir mal in die Röhre rein. Die ist so präsent hier. Sieht so aus, als sollte man die zuerst auschecken. Ja. Nice. Ja, so finde ich Yoshi-Coins oder generell Secrets in Jump'n'Runs cool. Ja, wenn die Münzen einfach nur irgendwie versteckt sind, so ein bisschen außerhalb vom Bildschirm und so, das ist nicht besonders interessant. Aber wenn sie hinter zusätzlichen kleinen Challenges versteckt sind, mega. Wieso habe ich jetzt einen normalen Sprung gemacht? Dieses ganze Level ist auf Spin-Jumps aufgebaut. Und ich, Genie, mache einen normalen Sprung. Okay. Das hier sind die Arbeiter. Da oben ist definitiv was. Na gut, vielleicht kommen wir da später erst hin. Yep. Dank einer Leiter. Puh. Da ist das Ziel, aber mir fehlt eine Yoshi-Coin. Da ist sie. Yippie. Das war ein erfolgreicher Part, oder? Cooles Level. Simpel, aber effektiv. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder zu... Ist hier noch ein Level? Nee. Es wäre witzig gewesen, wenn hinter diesem Berg noch ein Level versteckt gewesen wäre. Hier geht's rein. Oder war das die Welt jetzt schon? Ja. Ich glaube, das war die Welt. Wir sind jetzt woanders. Oceanside. Perfekt für den Urlaub. Bis zum nächsten Mal. Ciao.